Stell dir vor, du stehst an der Spitze, leitest ein erfolgreiches Team und denkst, du hast die Kunst der Führung perfektioniert. Halt! Selbst die effektivsten Führungskräfte übersehen oft einen kritischen Fehler. Einen Fehler, der nicht nur deine Führungsqualität, sondern auch das Wohlbefinden und die Produktivität deines Teams beeinflussen kann. Bleib dran, ich zeige dir, welcher Fehler das ist und wie du ihn schnell beheben kannst. Jetzt zum Fehler. Was erwarten sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich von einer guten Führungskraft? Einen guten Führungsstil, klare Aufgaben, eine angemessene Entlohnung. Aber es gibt da eine Sache, die jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter sich wünscht, die aber die wenigsten bekommen. Lass mich dir dazu eine Geschichte erzählen. In einem OP kommt es auf Präzision an. Fehler, keine Option. Stell dir den Stress vor, wie alles ineinander greifen muss, die Aufgaben einer OP-Schwester, die Präzision des Chirurgen, der Anästhesist. Nach der OP klopfen sich dann die Ärzte, die Chefärztin, der Oberarzt, die Anästhesistin auf die Schulter. Die OP-Schwester wird keines Blickes gewürdigt, hat ja nicht studiert, ist keine Halbgöttin in Weiß. So passiert bei einem Kunden. Und was passiert, wenn die OP-Schwester fehlt? Richtig, es kann nicht operiert werden. Und dennoch fehlt es oft an einem einfachen Zeichen der Wertschätzung für so eine kritische Ressource. Die Konsequenz? OP-Schwester kündigt und alles steht still. Und eine OP-Schwester schnell zu ersetzen? Das geht nicht. Und warum? Mangelnde Wertschätzung. Kein Dank. Nun steht das Krankenhaus tatsächlich vor einem Problem. Kann man Führung lernen? Absolut. Und es lässt sich hervorragend in deinen Arbeitsalltag integrieren. Eine Führungskraft hat nämlich alles, nur keine Zeit, richtig? Aber was, wenn ich dir sage, dass du jede Woche ein bisschen besser werden kannst? Du bekommst von mir jede Woche eine kurze E-Mail, Zugang zu kurzen Videos, Checklisten und einen einstündigen Coaching-Call. Und das 28 Wochen lang. Woche für Woche wirst du besser, effizienter, wirkungsvoller. Und nach 6 Monaten bist du nicht wiederzuerkennen. Und das mit nur einer Stunde Invest pro Woche. Im April startet mein Leadership-Programm wieder. Alle Infos findest du auf leadership-programm.com. Setz dich auf die Warteliste, denn wer drauf ist, kommt garantiert zum Zug. Ich nehme pro Runde nur maximal 15 Teilnehmer mit. Und der nächste Kurs startet erst in der zweiten Jahreshälfte. Nutze also die Chance, deinen Führungsstil zu revolutionieren und ein Umfeld zu schaffen, in dem sich jeder wertgeschätzt fühlt und gerne zu Höchstleistungen aufläuft. Ich freue mich auf dich.